Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu This War of Mine, einem sehr ernsten, aber doch sehr gutem Spiel. In gewisser Weise weiß ich auch nicht, ob man es wirklich als Spiel bezeichnen kann, da man hier doch, da es darauf anlegt, wirklich zu überleben und Gewissensentscheidungen zu treffen. Es wird hier wirklich sehr darauf eingegangen, wie das Leben, oder wie gesagt, das Überleben zu Kriegszeiten doch sein könnte. Ja, es ist, um es mal kurz zu fassen, ein typisches Survival-Game, nur nicht, wie bisher bekannt, in einer Zombie-Apokalypse oder ähnliches. Nein, es ist in einem zwar fiktiven, aber halt in einem Krieg. Und Kriegsspiele unserer Zeit basieren ja meist darauf, Action, Ballereien und was weiß ich nicht alles. Hauptsache, es knallt auf dem Bildschirm. Das ist hier nicht der Fall. Hier geht es wirklich rein darum, ja, einfach zu überleben. Wie zu Anfangs ja schon erwähnt. Nun ja, zudem muss ich dazu sagen, es ist natürlich auch keine Bombast-Grafik hier, sondern hier ist alles sehr simpel gehalten, aus der Seitenansicht in 2D und größtenteils, wie auch hier schon im Hauptbildschirm zu erkennen, schwarz-weiß mit ein bisschen Farbe wird auch mit dabei sein, aber hauptsächlich in schwarz-weiß und einer Bleistift Optik im Hintergrund. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir starten das Spiel. Weiter macht keinen Sinn, weil weiter, das ist einfach mein altes Spiel, wo ich mal kurz reingeschaut habe. Und wir machen natürlich jetzt ein erneutes Versuchen. Schauen wir uns den ganzen Spaß doch mal, in Anführungsstrichen Spaß, doch mal an. Wie lange ich dieses Let's Play fortführen werde, werde ich mal schauen, ob ich es nach einmaligem Scheitern, was ja durchaus passieren kann, nochmal neu beginne oder nicht. Das sehen wir dann, wenn es soweit sein sollte. So, Tag 1 unserer Überlebens- oder unseres Überlebensversuches. Ja, da sieht man schon, so wird die Optik größtenteils im Spiel aussehen. Hier, das ist unser Unterschlupf. Und dort ist unsere kleine Gruppe, die es für uns heißt, an Leben zu erhalten. Man sieht schon, da wo leichter Lichteinfall ist, ist auch ein bisschen Farbe zu erkennen. Aber halt alles sehr düster und im Kriegszeitalter gehalten. Das ist unsere Gruppe. Mit den drei werden wir starten. Und zwar, wie lange hat diese Belagerung gedauert? Es ist schwer zu sagen, wenn jeder Tag ein Überlebenskampf ist. Die Stadt wimmelt nur so von Scharfschützen. Fast jede Nacht gibt es eine Bombardierung. Telefone funktionieren nicht. Es besteht ein Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Und viele Menschen sind obdachlos. Bruno und Marco, zwei unserer Charaktere, sind schon immer gute Freunde gewesen. Und als der Krieg ausbrach, beschlossen sie, zusammenzuhalten. Sie trafen Pavle bei der Suche nach Vorräten. Er war einmal ein Fußballstar von Pogoren, jetzt ist er nur ein weiteres obdachloses Opfer des Krieges. Also schlossen sie sich zusammen und hofften auf das Beste. Ja, gut, das ist jetzt unser Spielmenü. So wird das Ganze aussehen. Hier oben sehen wir Tag und Uhrzeit. Momentan sind wir bei 17 Grad. Hier ist unser Inventar, momentan selbstverständlich noch leer. Hier ein paar Gedanken, die unsere Jungs aufgeschrieben haben. Unser Unterschlupf ist eine scheußliche Ruine und macht einen depressiv. Wir sollten etwas dagegen unternehmen. Wir haben nur einen Stuhl, uns fehlt es an Betten. Und wir müssen auf dem Boden schlafen. Es ist schwierig, auf dem harten, kalten Boden gut zu schlafen. Der Zustand von denen, die krank oder verletzt sind, könnten sich schnell verschlechtern. Wir haben kein Radio, wir wissen nicht, was in der Stadt passiert. Uns fehlt es wirklich an
Büchern. Ein gutes Buch könnte uns dabei helfen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben ist ein bisschen besser, als auf der Straße zu leben. Uns fehlt es an Zigaretten. Okay, wenn wir Raucher haben, ja, dann fehlt es wohl. Wir haben Löcher in den Wänden. Unser Unterschlupf ist nicht sicher und wir müssen auf der Hut sein. Ja, diese paar Gedanken weisen uns darauf hin, was wir zu tun haben. Wir brauchen Betten, wir brauchen ein Radio und vor allem voran natürlich auch Baumaterialien. Gut, weiter geht's. Das sind unsere Charaktere Pavle. Er ist leicht krank. Das ist Pavle. Hier ein bisschen zu seiner Geschichte. Bevor diese ganze Schlamassel begonnen hat, lebte ich mit meiner Frau und meinem Sohn in einer besseren Gegend der Stadt. Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht es ihnen gut. Mir geht es nicht so gut, wie man sehen kann. Wer braucht im Krieg schon Fußballspieler? Niemand interessiert sich für Sport, wenn jeder Tag der letzte sein könnte. Deshalb durchforste ich die Ruinen, wie alle anderen auch, und hoffe auf das Beste. Ja, seine kleine Geschichte. Er weiß nicht, ob seine Familie noch lebt. Vielleicht erfahren wir es im Laufe des Spiels. Mal schauen. Dann haben wir hier Bruno. Er ist leicht verletzt. Vor dem Krieg war ich Restaurantbesitzer. Ich hatte sogar meine eigene TV-Sendung Kochen mit Bruno. Die kennt ihr sicher. Nein, ich kenn's nicht. Tut mir leid, so gern ich es sagen würde. Aber weiter. Ich habe wunderschöne Orte besucht und vor der Kamera exquisite Gerichte gekocht. Doch jetzt scheint das alles unwichtig, nicht wahr? Heutzutage kann man schon froh sein, wenn man etwas Dosenfleisch oder einen Sack Reis in die Finger bekommt. Und wer weiß schon, wie lange der Krieg noch dauert. Er ist Raucher. Okay. Und dann natürlich noch Marco. Marco ist geschickter Plünderer. Das ist sehr von Vorteil für uns, denn wir können mehr schleppen, denn er hat, wie wir nachher sehen werden, deutlich mehr Platz im Inventar. Ich dachte, ich sei bereits durch die Hölle gegangen. Ich bin ein Feuerwehrmann. Öfter als mir lieb ist, bin ich brennende Häuser gegangen, um Leben zu retten. Doch damals hatte ich neben mir Leute, die sich gegen den gemeinsamen Feind, das Feuer, verschworen hatten. Heutzutage kann dich dein früherer Nachbar umbringen, weil deine Großeltern eine andere Sprache als seine Sprache sprachen. Eine andere Sprache als seine Sprachen. Verhaspelt. Kann passieren. Okay, das ist die wahre Hölle auf Erden. So, ein kleiner Einblick in die Charaktere und nun schauen wir uns doch mal hier um. Mit Marco fangen wir mal an. Jung, geh direkt mal hier unten plündern. Bruno ist leicht verletzt. Du kannst hier schon mal aufmachen und Pavle plündert hier mal. Und das erste, was wir finden, Teile. Verschiedene mechanische Teile werden für die Herstellung und Reparaturen komplexer Geräte verwendet. Und elektrische Teile. Einige elektrische Teile, sie könnten nützlich sein, falls wir fortschrittliche Verbesserungen an unserem Unterschlupf vornehmen möchten. Nehmen wir natürlich alles mit. Als nächstes ist er da oben dran dann. Du kannst direkt das nächste plündern. Er ist schon fertig hier oben. Er findet drei neue Sachen, die wir noch nicht im Inventar haben. Einmal Bestandteile. Verschiedene Bestandteile werden benötigt, um nahezu alles herzustellen. Nägel, Klebeband, Kunststoffbehälter, Schrott, solche Dinge eben. Nehmen wir natürlich alles mit. Dann haben wir hier sauberes Wasser, ein wenig relativ sauberes Wasser. Du wirst es benötigen, um gute Mahlzeiten zuzubereiten oder Alkohol herzustellen. Nehmen wir natürlich immer gerne mit. Und dann haben wir hier Holz, ein wichtiger Bestandteil einer Vielzahl von Dingen. Zusätzlich können wir es klein hacken, um Herde und Heizgeräte zu befeuern. Nehmen wir natürlich mit, genauso wie die elektrischen Teile, die wir ja schon mal hatten. So, und er ist als nächstes dran da unten. Und was findet er? Er findet einmal Kräuter. Verschiedene Kräuter dienen der Herstellung von Kräutermedizin und Drehtabakzigaretten. Könnten wir vielleicht irgendwann gebrauchen. Dann haben wir hier einen Dietrich. Wozu der gut ist, ist ja wohl klar. Das kann aber nur einmal benutzt werden. Und dann haben wir hier Teile nochmal und nochmal elektrische Bauteile. So, Marco. Ja, was machen wir mit dir? Gehst hier plündern. Der andere hier oben, er ist leicht krank. Du kannst hier oben ja schon mal frei buddeln. Hätte auch hier eben plündern gehen können. Egal, erstmal geht er hier plündern. Findet noch ein Dietrich.
Das ist schön und wir finden ganz viel schönes Zeug. Das ist gut für uns und unser Vorhaben. So, der Kollege, der ist da oben fertig. Du kannst jetzt mal hier plündern gehen, während du hier unten, unten. Du machst diese Tür mal auf. So, er buddelt. Er könnte gut eine Schaufel gebrauchen, ist klar. Und wir finden wieder ganz viel Zeug. Ja, gut. Er ist soweit fertig. Er ist hier oben am Buddeln. Und er könnte jetzt mal zu unserer Werkbank gehen und die ersten Sachen mal genauer unter die Lupe nehmen, was wir vielleicht so herstellen können. So, er ist hier durch. Und damit sind wir im Baumenü an unserer Werkstätte. Wie man sieht, wir können hier Betten, Stühle, einen Heizofen, ein Radio können wir herstellen. Dann haben wir hier noch einen primitiven Herd. Wir könnten Destillateuren, klar, für Alkohol zum Beispiel. Wir können ein Regenwasser-Sammelbehälter können wir basteln. Wir können Metallwerkstätte, die ist sehr wichtig, die werden wir auch sehr früh bauen. Und natürlich Verbrauchsgüter wie ein Filter oder Brennstoff. Aber das erste, was wir bauen werden, ist ein Bett. Das ist sehr von Nutzen für uns und Marco geht da mal weiter plündern. Wir haben ja nämlich noch einiges einzusammeln. Ein bisschen Nahrung, rohes Essen, das ist genießbar, wäre jedoch im Kochenzustand nahrhafter. Können wir natürlich dann schauen, dass wir das möglichst bald kochen. Und ja, buddel du dich mal da hindurch. So, er bastelt immer noch an seinem Bett. Wir haben jetzt knapp 12 Uhr mittags bald und haben schon so einiges zusammengebastelt. Und, ja, nicht einiges, sondern das erste zusammengebastelt aus den Rohstoffen, die wir sie so haben. Aber weiter geht's. Wir wollen weiter Sachen herstellen. Und zwar jetzt die Metallwerkstätte, die basteln wir jetzt ebenfalls. Die kommt, eigentlich würde die hier oben drin Sinn machen, deswegen platzieren wir die auch dort. Dann haben wir hier die ganzen Werkstätten. So, er buddelt immer noch. Er ist gleich durch dort oben. Und dann können wir mal mit ihm den nächsten Laden hier auseinandernehmen. Was haben wir denn da im Schrank? Wir haben wieder ein bisschen Nahrung und, ja, Sachen zum Herstellen. Gut, das wäre ebenfalls erledigt. So, wo könnten wir jetzt nochmal durch? Ich würde sagen, da er dort buddelt, könnte er, ja, gehen wir mal hier unten durch, durch diese Tür. So, er ist fertig hier mit dem Craften des nächsten. Und wir sehen hier, wir können ja eine Schaufel, was wir als allererstes basteln werden. Ein Dietrich und wir können auch ein Brecheisen herstellen. Aber zuallererst die Schaufel, die ist nämlich sehr von Nutzen, sei es, wie wir gleich sehen werden, auf Plünderaktion oder auch hier. So, er kommt da durch die Tür, die Schaufel ist gleich fertig. Er ist gleich auch durch und du kümmerst dich mal hier drum. Er hat jetzt die Schaufel, dadurch geht das Ganze schon mal schneller. Und wie sieht's aus? Bruno, was können wir noch herstellen? Wir könnten, ja, Brecheisen leider nicht, Waffe sowieso nicht. Ich würde sagen, wir basteln noch eine zweite Schaufel, dann haben wir die schon mal hergestellt. Weil wie man sieht, gleich im Inventar, guck mal kurz rein. So, er ist dadurch, die Schaufel verbraucht auf alle Fälle, also wird irgendwann kaputt gehen. So, nächster Schrank, einmal öffnen bitte, wie sieht's aus bei dir hier unten? Er ist ebenfalls durch. Ein Diamant, das ist ein super Tauschgegenstand, den werden wir auch irgendwann gebrauchen. So, der da oben ist auch durch und du gehst jetzt erstmal hier unten rein. Und schaust dir mal, was wir da unten drin haben. Wir haben hier Bücher und wir haben ein bisschen Verbandszeug. Bücher, ein gutes Buch, hebt die Stimmung. Je mehr Bücher wir haben, desto besser. Wenn es hart auf hart kommt, können wir sie als Brennstoff für unsere Heizgeräte oder unseren Herd verwenden. Und wir haben ein bisschen Bandagen bekommen, werden verwendet, um Wunden zu verbinden. Gut, ja, mehr haben wir jetzt gerade erstmal nicht hier. Ja, komm, geh du da mal durch und fang schon mal hier an zu buddeln.
Der andere leicht verletzt und er ist leicht krank. Ich würde sagen, der leicht kranke Pavle geht erstmal ins Bett. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, gerade nichts mehr zu plündern. Großartig, ja, mal nur. Und hier sieht man, gehe ich auch gerade mal drauf ein, hier sieht man unser Verbandszeug. Hier, da oben rechts in der Mitte. Und hier links ist der Kühlschrank mit Nahrungsmitteln. Ja, wir haben jetzt bereits schon 20 nach 6 Uhr nachmittags. Ich gucke mal, ob wir noch was anderes herstellen können. Fürs Radio fehlt leider noch ein bisschen was. Das können wir noch nicht herstellen. Ja, du da unten, du kannst dich noch mal weiter durchbuddeln. Komm her hier, da ist noch ein bisschen was, bevor du weitergehst. Ja, so kommen wir langsam klar in diesem Unterschlupf. Ah, was feststeht, wir brauchen auf alle Fälle mehr Materialien. Aber gut, dass wir so weit durchgekommen sind. Das ist gut für uns. Und nun geht's in die Nacht hinaus. Und da wird zum ersten Mal geplündert. Wir werden Marco rausschicken, da er am meisten Platz hat. Dann haben wir hier Pavle, der schläft eh schon. Und der leicht Verletzte wird erstmal Wache stehen. Das ist Bruno. So, wir haben hier einige Ziele. Einmal ein verlassenes Haus. Wir haben eine zerstörte Villa. Und wir haben ein ruhiges Haus. Ja, das heißt, dass einige Leute immer noch hier leben, um sich den Widrigkeiten stellen. Sie müssen etwas Vorrat haben, Konservendosen zum Beispiel und vielleicht auch Bandagen oder Medikamente. Ja, ich werde da noch nicht vorbeischauen, sondern ich gehe zu diesem verlassenen Haus. Eine Familie hat sich in diesem Haus verschanzt. Plünderer könnten dennoch eindringen. Seitdem ist es verlassen. Wir könnten trotzdem Sachen finden, die Plünderer übersehen oder zurückgelassen haben. Wir haben dort eine Menge Lebensmittel, eine große Menge Materialien, etwas Medikamente, eine Menge Waffen und eine Menge Teile. Und ich würde sagen, um die erste Nacht weitere Rohstoffe zu finden, werden wir dort mal hineingehen. Wir nehmen natürlich eine Schaufel mit, vielleicht brauchen wir die. Den Rest werden wir erst einmal noch nicht brauchen. So, auf geht's in die erste Nacht. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Wenn wir denn mal da ankommen. Ja, da sind wir. Gut, das ist das verlassene Haus. Man sieht hier, wir sind in einer Art Schleichmodus. Und wenn man jetzt hier plündert, sieht man so leichte Wabber-Dinger. Das sind, ist unser Geräuschpegel. So, wir haben hier Pistolenpatronen. Die werden wir gerade noch nicht brauchen, weil wir nicht mal eine Pistole haben. Aber die anderen Rohstoffe, die können wir schon mal mitnehmen. Werden wir bestimmt gebrauchen. So, und hier sehen wir ein rotes, feindliches Wabern. Darauf gehe ich jetzt auch mal eben ganz kurz ein. Das ist, könnte ein Feind sein oder einfach ein Tier. Vielleicht können wir das erkennen, wenn wir jetzt gerade mal hier durchluken. Und wie man sieht, es ist eine Ratte. Also nichts Gefährliches, was uns vor Probleme stellen könnte. Ich habe gerade auch schon wieder was eingesackt, wie man gesehen hat. Da waren hauptsächlich Rohstoffe für uns. Und ich habe auch noch ein bisschen Schießpulver mitgenommen. Könnten wir vielleicht auch noch gebrauchen. Ansonsten hauptsächlich Rohstoffe, die zum Bau gut sind. Ich guck mal, dass ich oben zum Kühlschrank gleich komme. Weil das ist das Wichtigste für uns. Ja, ein bisschen Holz können wir noch einpacken. Ja, so. Komm schon. Ich hoffe, wir haben dann gleich genug Platz noch für ein bisschen Nahrung. Da gehe ich jetzt mal zuallererst hin. Wie man sieht, wir haben ja noch reichlich Zeug. Ich werde hier gerade mal eben kurz die Tür aufbrechen, die da ist. Um das Ganze für uns beim nächsten Zugriff hier leichter zu machen. Dann haben wir hier ein Bild, was wir betrachten können. Dort steht ein Familienfoto mit den Eltern und ihre zwei Töchter. Gut, dass die Mädchen nicht ihren Vater ähneln. Er sieht aus wie ein Bär. Ja, das wäre dann wohl ein Mann-Weib? Naja, wie auch immer. Gut, Nahrung. Dreimal
Dreimal rohes Essen, das hatten wir ja schon bei uns im Haus gefunden. Und dreimal Gemüse. Wir können es ungekocht essen. Es stellt jedoch eine viel bessere Mahlzeit dar, wenn es mit etwas rohem Essen gekocht wird. Ja, gut. Wasser hätten wir hier noch. Ich würde sagen, ja, Holz würde ich schon gerne mitnehmen. Na komm, zwei können wir immer hier lassen. Nehmen wir Wasser mit. Wasser ist nämlich verdammt wichtig für uns. So, und dann gehen wir hier mal weiter. Wie man sieht, hier gibt es noch einiges mehr zu tun. Wir können uns ja hier schon mal freibuddeln im Weg fürs nächste Mal. Weil da wissen wir, wir brauchen keine Schaufel hier. Und kommen viel leichter zugange. So, weil hier hinten kommen wir glaube ich nicht rein. Da brauchen wir glaube ich einen Dietrich oder ähnliches für. So ist es. Gehen wir mal eins nach oben. Hier haben wir was zum Untersuchen. Eine Notiz. Am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. Zwei Tage später haben sie unseren Mädchen ermordet. Ach du meine Güte. Ich habe sie alle erschossen. Aber ich möchte die Waffe nicht mehr benutzen. Sie ist kaputt und hinter dem Haus vergraben. Der nächste Teil sieht zittrig aus. Wenn sie das lesen, suchen sie nicht nach mir. Eine sehr traurige Geschichte. Die Kinder, die Töchter ermordet. Bitter, bitter. Aber ja, wir haben eine nette Information erhalten. Er hat seine Waffe vergraben. Die werden wir dann vielleicht beim nächsten Besuch hier dann mitnehmen. So, hier sieht man, ist alles düster. Ja. Gut, unser Inventar ist voll. Mehr geht leider nicht. Unsere Schaufel ist noch nicht kaputt. Und der ganze andere Rest, den haben wir auch. Und ich würde sagen, damit rennen wir raus hier und zurück zu unserer Basis. Wir haben jetzt einiges an Materialien wieder mitgenommen. Ob ich die nächste Nacht auch hier hingehe, das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich kurzfristig. Weil Nahrung. Nahrung spielt immer eine Riesenrolle in diesem Spiel und wird es auch in Zukunft. Von daher, mal schauen, wie es weitergeht. Wir müssen Entscheidungen treffen, müssen zusehen, wie wir vorangehen. Und da ist er zurück an Tag 2. Und ja, gut, das sind die Rohstoffe. Wir wurden nicht überfallen, das ist gut. Und jetzt geht es darum, möglichst schnell voranzuschreiten. Aber wie wir weitermachen, was weiter passiert, das sehen wir in der nächsten Folge hier von This War of Mine. Bis dahin, danke fürs Zusehen, tschüss und auf Wiedersehen.